Sometimes Faceless. Eine Fanfiction von Nega Tiato Maui. 8 Millionen. Der weißrote Kasten starrte mich an. Es war, als würde er mich auslachen. Wie hast du das geschafft, du Witzfigur? Vorsichtig fuhr ich mit meiner Maus über die Zahl. 8.046.000. Was für eine Zahl. Ein Zehntel der deutschen Bevölkerung. Ich sah auf den Kanalnamen. Faceless. Ja, das war ich. Ohne Zweifel. Das war mein Kanal. Meine Abonnentenzahl. Ich klickte weiter. 3.512 Videos. Das hatte ich geschaffen. Wie hatte ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Wusste es noch nie. Wie schafft das unbeliebteste Mädchen in der Schule, die größte YouTuberin Deutschlands zu sein? Das Mädchen, das sich mit 12 die Haare zu blau umfärbte und anfing, zerrissene Hosen zu tragen. Das jeden Morgen zu früh in der Schule ist. Diejenige mit den übergroßen Hoodies und durchgelaufenen Sneakern. Das Mädchen, das sich in der 8. in die beliebteste Nierung verknallt hatte und zum Emo wurde. Das lieber Rock als Justin Bieber oder 1D hörte. Das Mädchen, von dem erwartet wurde, dass sie nur Einsen schreiben würde. Keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich es war, die das geschafft hatte. Und niemand wusste davon. Alle kannten nur Faceless. Ich hatte diesen Namen bewusst gewählt, denn ich wollte nicht erkannt werden. Faceless sollte nicht mit Familie in Verbindung gebracht werden. Denn Faceless, das war ich. Familie, das war ich nur körperlich. Familie bereitete mir Schwierigkeiten. Aber Faceless machte mich glücklich. Egal wie viele schlaflose Nächte ich damit verbrachte, alles ansprechend zu gestalten. Egal, wie viele Hater es gab. Egal, wie schwierig es war, Faceless von meinen Eltern zu verstecken. Ich weiß, innere Monologe tun mir nicht gut. Sie machen mich deprimiert. Aber dagegen kann ich nichts tun. Ist nun mal so. Mein Handy brummte. Verschreib mir denn bitte ja jetzt. Es ist 3 Uhr nachts. Ich schmiss mich auf mein Bett und entsperrte mein Handy. 2 Nachrichten von einer unbekannten Nummer. Okay. Na, gucken wir mal. Ich brauchte gerade sowieso Ablenkung. Hi. Ich bin Gil P. Wer bist du? Ich bin der Schwachkopf. Aha. Warum schreibst du mich an? Ich hab deine Nummer von Maudado. Er hat gesagt, wenn ich mich unterhalten will, dann sollte ich mich gefälligst mit dir unterhalten. Er wäre müde. Okay. Mann, Maurice, jetzt musste ich mich mit dem Tumorjungen unterhalten. Und wenn ich's richtig verstanden hatte, dann hatte Maudado ihm nicht gesagt, wer ich war. Und er muss gespürt haben, dass ich Ablenkung brauchte. Der Junge war mir unglaublich ans Herz gewachsen. Wir hatten uns vor bald 10 Jahren kennengelernt. Damals wohnte er mit seiner Familie direkt in der Wohnung gegenüber von uns. Weil er 13 war und Geld für seine Spielekonsole wollte, hatten meine Eltern ihn kurzerhand mir als Babysitter gegeben. Ich war damals 6. Er holte mich jeden Mittag von der Schule ab, außer er hatte Nachmittagsunterricht. Und machte mir Essen. Meistens half er mir dann auch bei den Hausaufgaben. Wir waren uns ertrennlich gewesen. Vor ein paar Jahren war er mit seiner Familie umgezogen. Wir hatten erst letztes Jahr wieder zusammengefunden, als ich die 500.000 auf YouTube hatte. Ich machte jetzt seit 2 Jahren YouTube und hatte gerade den totalen Abonnentenschub. Maudado hatte immer zu mir gehalten. Und das tat er auch jetzt noch, wenn andere YouTuber mich runtermachten. Teilweise tat es wirklich weh. Aber dann konnte ich mit ihm reden und die Welt war wieder gut. Er war meine einzige wirkliche Heimat. Meine Eltern arbeiteten den ganzen Tag und ihnen war es egal, wie viel Zeit ich vor dem PC verbrachte, solange ich gute Noten schrieb. Bist du noch da? Klar. Wer bist du jetzt eigentlich wirklich? Ich glaube kaum, dass du der Dummkopf bist. Schwachkopf. Und nein, ich bin Fermi. Fermi? Ja, ich weiß. Ist ein Scheißname. Aber er passt. Weshalb? Ist Latein. Aber er passt. Wieder. Weshalb? Heißt niemand. Und das passt zu mir und all den anderen Namen, die sie mir geben. Wer? Hater. Was tat ich hier gerade? Erklärte ich GLP gerade wirklich, dass er mir der größten YouTuberin Deutschlands schrieb? Anscheinend.
Und es tat gut, und wenn er etwas gut tat, dann machte ich weiter. Das war schon immer so. Welche Hater? Kannst du auch was anderes als so komische Fragen stellen? Meine. Wer bist du, dass du Hater bist? Call me faceless. 'Cause I am. What the fuck? Kannst mit komischen Smileys aufhören. Na gut, aber unter einer Bedingung. Und die wäre, du öffnest jetzt TS und rufst mich an. War dem klar, dass er gerade etwas Unmögliches verlangte? Also, klar, ich redete oft mit Maudado oder anderen YouTubern. Aber er war lustig und er war nett. Und er war womöglich einer der wenigen, die mich verstehen können. Er war schließlich der Mann mit der Maske. Ich das Mädchen ohne Gesicht. In Ordnung. Manus Fragen. Ich stupste die Maus an und der Bildschirm flimmerte auf. Das große YouTube-Logo starrte mich immer noch an. Schnell klickte ich es weg, öffnete Teamspeak und nahm GLPs Anruf an. Hi. Hi. Eine unangenehme Stille folgte. Und weshalb wolltest du es mit mir sprechen? Das interessierte mich wirklich. Ich war schließlich ja nur das Imitat. Er war das Original. Ich legte meine Füße auf die Schreibtischkante und zog das Mikro weiter zu mir. Weiß nicht, mir war langweilig. Und jetzt darf ich zur Bespaßung herhalten. Ich rollte mit den Augen und zog die Brauen zusammen. Von ihm kam nur ein daraufhin wieder Stille. Das ist jetzt eine richtige Stimme, oder? Ja. Klingt nicht so schrecklich. War das jetzt ein Kompliment? Soll ich mich jetzt geehrt fühlen? Du hast es erfasst. Ich weiß nicht, aber ein Kompliment vom Tumorjungen wirklich ein Kompliment darstellt. Hey! Jetzt sprach er in seiner komischen Stimme. Das kann ich auch. Hey! Ich quietschte vor mich hin. Gott, was tat ich hier? Hatte ich mir nicht vorgenommen, nie mit solchen Leuten zu sprechen? Funktionierte anscheinend nicht. Das ist meine Stimme. Wir quietschten weiter. Nee, das ist jetzt meine. Ich kicherte wie ein kleines Mädchen. Ich hörte das Knarzen der Schlafzimmertür meiner Eltern, ein Stockwerk über mir. Halt kurz die Klappe, ja? Ich schaltete den Bildschirmschoner ein und kroch unter die Bettdecke. Ich hörte, wie meine Zimmertür aufging. Wir müssen los, Schätzchen. Nächste Woche bist du erstmal allein. Aber du bist ja groß. Du wirst das hinkriegen. Meine Mutter sprach nur meine Lautstärke zu mir. GLP konnte alles hören. Etwas leise fügte sie hinzu. Wir lieben dich, Kleine. Vergiss es bitte nie, ja? Dann schloss sie die Tür und ich wartete, bis ihr das Auto wegfahren hörte. Dann sprang ich auf, griff mir die Kopfhörer und öffnete mein Schneideprogramm. Wer war das? Meine Mutter. Du wohnst noch bei deinen Eltern? Wo sollte ich sonst wohnen? Naja, weiß nicht, eigene Wohnung? Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst, oder? Weshalb? Sogar ich als ewiges Nesthäkchen der Familie habe es geschafft auszusehen. Toll für dich. Wie alt warst du da? Weiß nicht, 21. Dann habe ich ja noch 5 Jahre Zeit, also kannst du mich bis dahin bitte in Ruhe lassen. Kurze Stille folgte. Ich konnte es fast in seinem Kopf rattern hören. Du bist erst 16? Gut gemacht, Sherlock. Anscheinend warst du kein Mathe-Crack. Nein, nicht wirklich. Aber du wirkst irgendwie so erwachsen. Schulde ich dem 7 Jahre älteren besten Freund und der ständigen Nichtanwesenheit meiner Eltern. Ich habe mit 7 kochen gelernt. Na gut, Maurice hat's mir beigebracht. Aus irgendeinem Grund nur fleischlose Dinge. Könnte daran liegen, dass er selbst auch nichts mit Fleisch kann. Kochen kann er aber allgemein nicht wirklich. Meinst du den Maurice oder einen anderen Maurice? Also Maudado Maurice, der, von dem ich deine Nummer habe? Wie viele Maurices in meinem Freundeskreis gibt es wohl? Natürlich, 10.000! Ist ja nicht so, als wäre Maurice ein super seltener Name oder so. Wie lange kennt ihr euch schon? Bald 10 Jahre. Er war früher mein Babysitter. Aha. Dann fügte er hinzu. Du magst ihn wirklich, oder? Wo schließt du das denn? Naja, du redest von ihm wie von einem Gott oder sowas. Gar nicht? Jetzt war ich eingeschnappt. Oh doch. Ich kann den Anruf jetzt einfach canceln. Soll ich? Du musst heute in die Schule. Ich würde dir empfehlen, noch 1-2 Stunden zu schlafen. Du bist nicht mein Vater. Aber du könntest recht haben. Ich will ja nicht PC-Verbot kriegen.
Wir schreiben heute eine blöde Physikklassenarbeit, also sollte ich darauf meinen Kopf zugreifen können. Hast du gelernt? Nein, aber ich werde eine einschreiben. Weshalb? Weil ich ansonsten nicht aufnehmen kann. Gute Nacht, Herr Original. Ich lasse Teamspeak und schmiss mich in mein Bett. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wie man es sah. Ich hatte einen total zerstörten Biorhythmus. Bevor ich weiter nachdenken konnte, fiel ich in einen traumlosen und tiefen Schlaf. So, Abmoderation in unter 30 Sekunden? Ja, das schaffen wir. Also schaut bei Negatheater Maui vorbei. Ich musste das mehrfach aufnehmen, wegen Rauschentferner. Spricht man deinen Namen so aus? Negatheater Maui? Also spricht man das Maui so aus wie bei Yaoi? Aber wie spricht man Yaoi aus? Also spricht man das Yaoi, Yaoi oder Yaoi? Es geht eher um Negatheater Maui. Auf jeden Fall das Kritik, da freue ich mich immer über Kritik, vor allem, was ich noch besser machen kann. Okay, tschüss, 26 Sekunden. Yeah!